Der Klimawandel hat in den letzten Jahren auch den Wald nicht verschont. Extreme Wetterverhältnisse und darauffolgende Schädlingsvermehrung setzen dem Wald zu. Für Bauer Sepp Stumpfoll bedeutet das jahrelange Arbeit umsonst und hohe finanzielle Einbußen. Nachdem die Schadnester, bei ihm war es der Borkenkäfer, aus dem Wald entfernt wurden, muss neu gepflanzt werden. Das heißt für mich Arbeit zu einer Zeit, wo ich es nicht brauchen kann, vor allem im Sommer halt, und massiven Wertverlust vom Holz. Da haben wir mindestens ein Drittel weniger Wert, weniger Einkommen. Die Arbeit ist die gleiche. Eigentlich ist der Gewinn vom Holz weg und nur mehr die Kosten gedeckt maximal. Salzburgs Politik kann für die Maßnahmen im Wald gegen den Klimawandel aus dem Vollen schöpfen. Rund 7 Millionen Euro stehen Salzburgs Waldbesitzerinnen und Besitzer dafür aus dem Waldfonds in den nächsten 3 Jahren zur Verfügung. Die Verteilung der Gelder wird sich gleichmäßig über das Bundesland ziehen. Schwerpunkte gibt es im Flachgau. Dort gilt es, den hohen Fichtenanteil zu reduzieren. Landesrat Josef Schweiger hat genaue Vorstellungen, wofür das Geld eingesetzt werden soll. Für das Pflanzgut, für die Arbeit und für die Durchforstung der Jungbestände. Das ist einmal das Allerwichtigste. Die Investition in den Wald ist in jungen Jahren sehr, sehr wichtig. Wenn es einmal heraußen sind, ist so wie bei den Kindern, dann geht vieles von selber. Die Fichte findet ihren natürlichen Lebensraum in alpinen Gefilden. Im Flachland gibt es Baumarten, die weitaus besser mit den zukünftigen Klimabedingungen zurechtkommen. Diese sollten bei der Verjüngung des Waldes berücksichtigt werden. Die Stellen, wo Lücken drinnen sind im Wald, dass man die mit Mischwald nachpflanzt und dass man da schauen, dass man eben klimaresistentere Sorten abpflanzt, wie Douglasie, Eiche, Buche, alle, was halt ein wenig mit Laubwald sind, dass man vom Fichtenbestand ein bisschen wegkommt. Auch für die Wertschöpfungskette Holz ist die naturnahe Bewirtschaftung des Waldes enorm wichtig. Seit 1998 hat sich der Holzbauanteil von 17% auf 33% fast verdoppelt. Die Zukunft sieht der Obmann von Boholz Salzburg, Rudolf Rosenstatter, im mehrgeschossigen sozialen Wohnbau. Das große Potenzial der Zukunft, das ist der mehrgeschossige soziale Wohnbau aus Holz. Hier wollen wir dazugewinnen, hier müssen wir dazugewinnen, wir fordern das ein. Es ist ein Rohstoff, der Ökologie und Ökonomie vereint, und das hier alles in Salzburg. Um Salzburgs Wald muss man sich keine Sorgen machen. Denn es gibt genug Hände, die sich landesweit in besonderem Maße darum kümmern.